Seid mir gegrüßt. Schönen guten Abend. Feierabend, ja. Feierabend ist rum. Der Abend beginnt und ich habe noch mal ein paar Stündchen Zeit jetzt gefunden, mich hier niederzulassen. Und ich habe die Zeitrechnung des Eimerangelns wieder anbrechen lassen. Hier, zack, da ist er wieder, mein Angeleimer. Unschwer zu erkennen. Es geht heute auf Friedfisch. Gleich welche Art auch immer, soll mir egal sein. Vielleicht tut sich ja irgendwas. Ich packe jetzt aus und auf und angel. Ein paar Stunden. Vielleicht kommt der Tom nachher noch. Der hat Spätschicht. Das wird mit Sicherheit erst 10 Uhr. Wer weiß, ob ich dann noch da bin. Aber vielleicht, also maximal habe ich mir gesagt, bleibe ich so bis um 12, halb eins die Nacht. Mal sehen, wie lang es wird. Also, los geht's. Beide Routen sind drin. Auf der Method Feeder Route hat es auch schon die ganze Zeit dip, 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 gezuppelt. An dem Mini Boilie mit Maden. Da zuppelt was rum. Also Fisch scheint da zu sein. Kleinfisch vorerst. Vorerst. Da unten ist zweimal was ganz Ordentliches rausgesprungen, aber bis ich es realisiert hatte, ja, war er schon wieder abgetaucht, da konnte ich also nicht erkennen, was es war. Aber vielleicht kommt noch was. Also Bewegung ist auf jeden Fall hier reichlich. Also nicht nur von den Eicheln, die von hier oben nach unten plumpsen. Ja, bam, 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 voller Beschuss. Da habe ich sie noch gut getroffen. Dass die Ausleger der dicken Ureiche nicht bis zu mir herüberreicht. Ja, und schon dämmert es hier. Das geht so schnell. Der Herbst ist tatsächlich da. Ja, vielleicht beginnt ja mit dem Herbst das große Fressen der Weißfische. Ui, da hat es eben noch einmal am Messort gezupft. Ja, ich habe mir noch mal einen Haken für den Messort, fürs Messortvorfach nachgelegt. Und zwar hier mit geflochtener Leine, also ein bisschen was Robusteres, weil ich glaube, da aktuell ist als Vorfachspitze, ich glaube mal maximal 25er. Und das erscheint mir doch tatsächlich etwas zu schwach. Zumindest dann, wenn es nachher dunkel wird und hier nicht mehr so ganz genau die Fluchtrichtung des Fisches zu erkennen wäre. Deswegen hänge ich nachher hier den Doppel Pop-up dran. Da kommen auch noch mal ein paar Maden drauf oder Mistwürmchen. Mistwürmchen habe ich ja genug. Habe ich ja eine ganze Ration gesammelt im Kompost. Da ist mein Bedarf vorerst gedeckt. Na gut. Warten wir es mal ab. Das Allerblödeste ist, ich habe keine Kopflampe mit. Die ist noch in der Tasche vom letzten Welsangeln. Ja, das Allerschönste, ich habe ja noch mal eine im Auto hängen. Nur die hatte ich noch aufgehabt, beziehungsweise um den Hals hängen und habe sie dann mit in die Tasche gesteckt. Ach, ehrlich. Blödheit muss bestraft werden. Aber ich habe zum Glück hier oben ja auf der Kamera eine Lampe. Die schalte ich jetzt mal an. Zack. Schalte sie aber gleich wieder aus, weil das ist das einzigste Licht, was ich heute Abend habe. Neben dem Handy. Ah ja. Ach, es wird schon irgendwie gehen. Ja. So. Wegen mir. Oh, der Eisvogel hier. Habt ihr ihn gehört? Im Hintergrund hat man mit Sicherheit gehört. Ich habe ihn sogar gesehen. Hier, 4-5 Meter vor mir. 40 Zentimeter über der Wasseroberfläche ist er lang geschossen. Der blaue Blitz. Na gut. So. Jetzt mache ich mir es bequem auf meinem Stühlchen. Der Hammelbock liegt schon drauf hier. Da hinten seht ihr vielleicht ein Stückchen davon. Da. Ach, das ist herrlich. Schafsfell im Rücken. Mmh.
Oh Mann, ich bin doch echt ein Stümper hier, tatsächlich. Kopflampe vergessen, dann habe ich keine Wildkamera dabei, es wird dunkel da. Also, und es fängt an zu regnen. Und stellt euch vor, wo der Schirm ist. Daheim im Schuppen. Ehrlich hier. Stümperhaftes Angeln heute, tatsächlich. Hier, ich werde beschossen wie mit Maschinengewehren, geht es hier um. Bam, 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 bam. Schleudert hier die Eicheln durch die Gegend. Aber es kam noch mal ein dicker Fisch hier hoch, kurz vor mir. Hat sie mal kurz geschwalkt. Aber außer dass hier die Messertrute immer wieder dip, 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 ganz im fast Sekundentakt wippt, bis die Maden natürlich dann abgelutscht sind. Ja, aber der Run, der blieb aus. Ja. Naja, ich habe jetzt einmal noch mal neue Würmchen drauf gemacht auf die andere Route. 3 Mistwürmer an der Zahl. Die waren nämlich auch ab. Also irgendwas ist da tatkräftig am Fressen und klauen. Ja, warte nur, wenn die Großen kommen. Da macht's. Ist die Kugel samt Haken. Ja, weg. Die Route krumm. Ja, und ich nass. Scheiße, Mann. Ehrlich, na gut, ich habe noch ein Hemd dabei, da kann ich noch mal eins drüber ziehen, bis der Schwamm dann vollgesogen ist. Das dauert noch ein bisschen. Ehrlich, Mann, oh Mann, wie blöd kann man denn nur sein? Naja, vielleicht wird es belohnt. Also ich mache es wieder dunkel. Ich sehe nämlich sonst überhaupt nichts mehr, wenn ich hier durch die Gegend gucke. Bis dann schalte ich wieder ein, sofern ich eine Hand frei habe. Oh, ich habe Besuch bekommen, nachdem ich mich hier vor dem Starkregen in Sicherheit gebracht habe. Ich habe mich jetzt hier quasi hier unter den Baum verkrochen. Meine Hose ist schon bis auf die Knochen nass. Damit ich jetzt ein bisschen Wärme noch tank, habe ich mein zweites Hemd über die Beine gelegt. Aber hier, schaut her, da kommt der nächste tapfere Angler. Wo ist er denn? Sieht man überhaupt? Bist du so getarnt? Hier bin ich doch. Ah, ich mach dich mal heller. So. Guten Abend erstmal, sagt man, wenn man hier eine neue Angelstelle anläuft. Ja, gut, aber. Den Zuschauern meinst du? Ja, eben. Ja. Deswegen. Ich bin hier gerade mit meiner Route beschäftigt. Ich sehe es und höre es. Das klingt wie als würdest du fechten da hinten. Ja, ich werde jetzt auch gleich fechten. Mhm. Kampf ausfechten. Mhm. Ich bin schon fast besiegt. Ich bin schon stark geschwächt hier durch das schlechte Wetter. Mit dem habe ich gar nicht gerechnet, ehrlich. Wie sehe ich denn überhaupt aus? Ach du großer Gott. Da ist ja Laub auf dem Kopf. Das hat es hier runtergepustet. Aber egal. Ein Stündchen leiste ich dir noch Gesellschaft. Was? Bin jetzt erst gekommen? Ja, ich bin ja auch schon 5 Stunden da. Du kriegst ja die Fänge gar nicht mit. Es war also bis jetzt sehr überschaubar. Madenklaue gibt's hier. Jede Menge. Naja, komm her. Hast du nur die falschen Köder gehabt? Das kann natürlich sein. Ich habe zwischendrin sogar gewechselt auf Made pur, Made mit Mistwurm-Kombi, Made mit Pop-Up-Boily. Ja. Was hast du denn jetzt aktuell? Doppel-Pop-Up Mini mit Maden. Und auf der anderen halben Pop-Up und halben Rafter. Ja. Und ja, zu Beginn waren da Mistwürmer drauf, 3 Stück, aber ich denke, die sind schon wieder runtergeklaut.
So. Das ist es. Mhm. Wo darf ich denn jetzt angeln? Da, wo du noch einen Platz findest. Ich kann dir leider nicht mehr leuchten. Ja. Das ist das Maximale, was ich an Licht dabei habe. Rechts oder links? Also links ist sehr viel Platz noch. Ich habe jetzt alles so, wie die Routen so bis sie sind und die untere so. Liegt. Schrägrunde hast du gar nichts. Ja, so schon. Musst du mal gucken, musst du mal deine Lampe anmachen. Da siehst du vielleicht, wo Laub auf der Schnur hängt. So, hier ist komplette Lied abgespannt. Stell auch die Routen hier hinten hin in die Ecke und spann komplett einmal rüber. Ja. Ich muss doch hier alles komprimieren. Bei dem schlechten Wetter. Was ist das hier eigentlich? Das ist ja lebensgefährlich. Da habe ich schon drin gestanden. Weil ich hier im Dunkeln lang getapst bin, habe ich schon gedacht, oh, jetzt geht's gleich weiter. Und zwar recht schnell und zügig und weit nach unten. Zum Glück war es nur das Loch und nicht die Böschung, wo ich da im Dunkeln lang getapst bin. So, mit Tauwurm angeln hier, guck. Ja. Hab ich gerade gefunden. Gut. Hänge noch mit dran. Willst du denn? Ich habe keinen Platz irgendwo. Ich habe nichts. Nee, ich habe nichts zum. Von meinen Mistwürmer verträgt er sich nicht so. Da rein. Lassen wir dabei. Wie ihr seht, war es bis hierher noch nichts geworden mit dem Fisch. Deswegen sitze ich jetzt an der neuen Stelle. Und zwar ganz gezielt auf Barbe. Ganz gezielt. Und zwar eins mit einem kleinen Hazelnut-Pop-Up und Maden. Und auf der anderen habe ich ein ganz normales Bodenboily mit... Was ist da hinten los? Also ein ganz normales Boily mit drei Mistwürmern und die habe ich jetzt hier vor der Rausche versenkt, in der Hoffnung, dass sich hier die ein oder andere Barbe aufhält und vielleicht sogar Appetit bekommt. Ja, ganz so einfach ist das hier nicht, denn hier ist allerhand Treibgut in Form von Blättern unterwegs. Eben hat es hier schon voll rangegeben, halt relativ langsam. Dann habe ich schon gedacht, oh, jetzt hat schon was angebissen in den ersten 10 Minuten. Aber nein, es war ein Krautbündel, ein Laubbündel. Naja, mal sehen. Wir warten es jetzt mal ab. So, mal sehen, vielleicht bis Mitternacht werde ich bleiben. Und wenn sich hier nichts tut, dann geht's morgen weiter. Und wenn sich hier was tut, auch. Zehn vor sieben am Abend und es ist schon fast stockdunkel. Da ist wirklich der Winter nicht mehr weit. Aber angenehm warm ist es noch. Also es sind noch mal ein paar schöne laue Abende hier im Oktober. Da lässt sich aushalten. Hier gerade mal das Hemdchen drüber. Zack. Wunderbar. Ja, eine Route habe ich jetzt etwas flussab direkt in die Rausche gelegt. Weil es hat mir hier nicht so gefallen, dass da stets und ständig Laub reingeschwommen ist. Zumindest wenn man die Route drüben am anderen Ufer abgelegt hat, da ist stets und ständig irgendwas in die Schnur reingeschwommen. Das hat mir nicht gefallen. Jetzt habe ich also eine Route hier oben bei mir auf meinem Uferbereich abgelegt. Da hat es eben auch schon mal gezuppelt. Wahrscheinlich irgendwelches Kleingesindel, was an meinen Maden rumlutscht. Ja, und die andere Route, wie gesagt, da unten direkt hinter die Rausche habe ich die in so ein etwas beruhigteres Loch reingelegt.
Und mal sehen, vielleicht rennt die ab. Ja, den Köcher habe ich genau in der Mitte postiert, damit ich von beiden Seiten zumindest eine Landungshilfe erreichen kann. Wobei, da unten kann ich auch stranden, da ist es irgendwann mal nur knöcheltief. Aber ich komme zum Köcher, kein Ding. Da werde ich vielleicht jetzt mal eine Wildkamera hinstellen, falls es wirklich hart auf hart kommt und ich mich da unten überschlag. Weil da geht es dann auch mal so ein kleines Stückchen abwärts. Und im Eifer des Gefechts sehe ich mich da schon auf dem Hintern liegen. Naja, wollen wir es nicht hoffen, dass das Gefecht beginnen kann. Das gerne, aber dass der Eifer sich dann doch etwas zügelt und mir nicht die Beine wegzieht. Ja, hier ist auch schon wieder ein bisschen was in der Schnur. Ich sehe es an der Spitze, da geht es immer wieder so gleich ein Stückchen runter. Aber ich lasse jetzt einfach mal alles in Ruhe und kontrolliere dann, sage ich mal, alle halbe Stunde und mache hier den Blätterbatz wieder ab, der sich da in der Schnur gefangen hat. Bis jetzt war der Köder eigentlich immer frei, nachdem ich kontrolliert hatte. Also das ist schon mal sehr, sehr vorteilhaft. Ja, es bleibt nur noch warten. Auch der heutige Abend war leider nicht von Erfolg gekrönt. Morgen geht's weiter. Nach dem Norwegischkurs greifen Tom und ich nochmal an. Auf Friedfisch oder was auch immer. Keine Ahnung, was uns da noch einfällt. Vielleicht legt man auch einen Köderfisch aus. Keine Ahnung. Ja, also wir müssen eine Nacht schlafen. Dann einen Tag arbeiten. Und dann ins Norwegisch gehen. Und dann geht's weiter mit der Angelei. Für euch geht's jetzt weiter, also bleibt dran. Und zack geht's weiter hier an der Stelle. Wir haben ausgeschlafen, haben einen Tag gearbeitet und sitzen jetzt im Auto nach unserem Norwegischkurs und haben Kurs genommen auf unser Flüsschen, denn dort wartet der große Fisch. Oder sind es die großen Fische heute? Naja, mehrere. Ja, also, ihr habt's gehört, jetzt wird's gleich knallen bei uns, der Regen hat schon eingesetzt. Das beste Angelwetter. Allerdings, ich bin auch schon teilweise etwas nass geworden durch den Weg vom Norwegischkurs, den Pfad nach unten zum Auto. Aber das soll uns nicht abhalten, jetzt gleich ganz, ganz stark zuzulangen. Wir schalten wieder ein, wenn die Ruten am oder im Wasser sind und wir also Platz bezogen haben. Mehr draußen sein, weil ständig Fisch abhaken muss. Ich vermute auch, dass maximal immer nur eine Rute im Wasser ist, nämlich die, die dann sofort den nächsten Biss bringt. Ja. Die andere ist ja dann samt Fisch schon draußen. Wird im Stress ausatmen. Ich vermute auch, also gut. Ja, dann deswegen, wir müssen jetzt noch etwas in uns gehen während der Fahrt, dass wir nachher alle Kräfte beisammen haben. Also bleibt dran, jetzt geht's gleich los. So, jetzt aber sitze ich im Trockenen. Meine Ruten sind schon startklar von Angeln. Bist du da schon bereit? Deine fängige Rute schon drin? Ja. Die zweite folgt jetzt gleich. Ah ja. Oh ja, das ist die richtige Kombination. Mais mit Wurm. Das mögen sie. Schleie wolltest du doch haben. Ja, oder? Ich fange Schleie und Barbe. Und Brasse und Karpfen. Alles ist möglich. Nichts ist ausgeschlossen. Da ist das Knicklicht zu schon. Hier, zack, da beißt es auch schon. Das gibt's ja gar nicht. Bist du da eben reingekommen? Nee. Nicht so runter, gell? Bis hier hoch zu. Ja, genau. Ja, war vielleicht schon mal der erste Anfasser. Was hat denn mein Stuhl hier unten? Bleibst du stehen?
Ja. Da kommst gar nicht zum Setzen. Jetzt mal Platz machen da. Ich habe dir deine Hälfte da drüben schon freigehalten. Der erste Fisch ist gelandet. Und was für ein Klotz. Ja. Was sieht man überhaupt? Hier. Petri Heil. Was mache ich jetzt? Ach, wieder nichts. Also, der Kaulbarsch war ja schon was. Ich hatte auch noch mal einen ordentlichen Biss hier auf Pop-Up gehabt. Der blieb aber leider nicht hängen. Aber jetzt ist der Abend schon wieder rum. Wir haben schon bald halb eins. Was mache ich morgen? Beziehungsweise, was mache ich am Samstag? Hocke ich mich jetzt da an unseren Altarm und gehe weiterhin auf Friedfisch, also Karpfen, Schleie, Brasse und Co., was auch immer da anbeißen mag. Oder hocke ich mich wieder an unser Flüsschen, dann auf Raubfisch mit Köderfisch auf Grund mit der Option auf Zander. Ich weiß es nicht. Lasst euch überraschen. Bin noch nicht ganz klar. Ich muss eine Nacht drüber schlafen und dann, glaube ich, steht der Entschluss fest, was ich mache. Also bis dann, bleibt einfach dran. Achtung! Guten Tag, Gewässerkontrolle. Ja. Hast du auch alles dabei an Papieren, junger Angler? Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich mehr als ich, oder? Ja und, wie sieht's aus? Weiß noch nichts. Weiß was? Nee, noch nicht, aber es ist auf jeden Fall hier. Schon zweimal hier vorne direkt auf den Platz gesprungen. Ja, Karpfen? Ich glaube. Aha. Gesehen. Dann habe ich da in den Seerohren ein bisschen Karpfen rumgeschwommen. Da hinten hat gerade eben ist was geholt. Da hinten ist was aus dem Wasser gehüpft. Ah ja, also das ist Leben hier drin. Sehr schön, dann baue ich auch mal auf. Ja, bevor die Ruten ins Wasser gehen, bereite ich hier schon mal alles vor für den großen Fang, der hoffentlich eintrifft heute. Also die Ruten liegen schon so, aber noch nicht ausgebracht. Ich habe eben erst noch ein bisschen Futter hin. Hier werden wir gleich mal die Maßmatte hier einbauen in die Abhakpfanne. Also wenn jemand noch hier so eine Martoms, die Original Martoms Messmatte braucht als Weihnachtsgeschenk oder was auch immer. Wir haben noch ein paar. Also ich kann hier unten mal in die Videobeschreibung den eBay-Link hinsetzen, wenn einer Bock drauf hat und möchte so eine sehr robuste Martoms Abenteuer Messmatte haben, dann steht dem nichts im Wege. Also wie gesagt, schaut unten mal rein, klickt drauf und ich baue sie jetzt erstmal hier ein, damit ich auch nachher meine 50er Schleie vermessen kann. So, also bis zu einem Meter kann der Fisch groß sein. Der Rest muss nur noch geschätzt werden dann. Also ein Meter habe ich hier Platz drin.
So, aber jetzt die Ruten rein und los geht's. Wie ihr seht, ist die Entscheidung gefallen. Ich bin nicht an unser kleines Flüsschen gegangen. Da ist nämlich sehr, sehr braunes Wasser aktuell. Es hat gestern und vorgestern richtig viel geregnet. Und ja, da war mir das nichts für Angeln auf Friedfisch. Da habe ich einfach hier unser Vereinsgewässer wieder angesteuert, unseren kleinen Altarm. Der muss mir jetzt den Arsch retten hier, dass hier irgendwas mal abbrennt. Ja, aber ich denke schon, denn ich habe es wieder ganz, ganz gezielt auf die große Schleie, auf die 50er Schleie abgesehen. Wobei mir jeder andere Fisch natürlich auch sehr lieb ist. Karpfen, Giebel, Brasse, ganz egal. Hauptsache es rennt was ab. Ich habe auch nur recht wenig Zeug dabei. Mal sehen, ob ich die Nacht komplett durchmache. Dann werde ich die Liege wieder daneben zwischen die Bäume stellen. So einfach unterm Himmel. Ich denke, es wird nicht regnen. Ja, dann warten wir einfach mal ab, was hier passiert an den Ruten. Noch ist der Sabi auch da. Der war schon etwas früher da. Und ja, der wird, glaube ich, heute Abend wieder abrücken. Und ich will mal sehen, ob sich hier die Nacht was tut vielleicht. Das wäre es ja. Ja, auf der einen habe ich hier den kleinen Haselnut-Pop-Up mit so einem kleinen Crawfish-Pop-Up in Kombination und auf dem Haken, wie sonst auch immer, ein Mistwürmchen drauf gesteckt, damit so ein bisschen was an Bewegung da ist. Das tut vielleicht nochmal den letzten Schlüsselreiz ja, geben, um den Köder aufzunehmen. Und auf der anderen Rute habe ich jetzt aktuell aufgepoppte 5 oder 6 Mistwürmer am Madenring. Mal sehen, ob da die Schleie Bock drauf hat oder der Giebel oder der Karpfen oder was auch immer. Ich werde es sehen. Bisschen frei gehakt habe ich, aber allzu viel war gar nicht da. Es war sehr gut, also hat mich sehr gefreut. Nicht allzu viel Kraut, da könnte der Köder doch schön frei liegen. Ja, da hinten war schon die Enten rum. Ja, hier ist Leben. Ja, nur eins habe ich vergessen. Die Unterwasserkamera. Also müsst ihr heute auf die Unterwasseraufnahmen verzichten, obwohl es heute wirklich viel klarer wäre, das Wasser. Das ärgert mich jetzt auch ein bisschen. Aber gut, es ging so Knall auf Fall, wo ich hier losgebrettert bin. Gerade noch das Angelzeug, alles ins Auto geworfen und abgefahren. Na gut, ich werde die Wildkameras auf jeden Fall hier links und rechts, da habe ich alle drei dabei, links und rechts werde ich die aufstellen. Und dann sieht man vielleicht zumindest mal den Live-Biss und den Drill, sofern es dazu kommt. Ansonsten einfach nur liegende Ruten und mich vielleicht, wenn ich schnarch. Na gut, also sobald jetzt irgendwas hier abbrennt, bei mir oder beim Seppi, schalte ich wieder zu und dann gibt's Action.
Der Tom hat schön den Rasen gemäht, gell? Der hat nämlich hier Arbeitsdienst gemacht. Noch ein Grund mehr, um jetzt hier den Angelplatz einfach einzunehmen. Ha. Ja, kaum ist die Sonne weg, wird es da schon wirklich kalt. Also was heißt kalt? Also schon kühl. Also ich habe jetzt hier mein normales Hemd an. Hier und das Wollhemd auch. Und jetzt ist es angenehm. Also jetzt können wir es aushalten. Bin mal gespannt, wie die Temperaturen so über Nacht bleiben. Also die werden, denke ich, auch auf jeden Fall im zweistelligen Bereich noch bleiben. Es ist halt kein Sommer mehr. Es gab hier sogar schon leichte Fischbewegung. So kleine Fischchen sind auf meinem Futterplatz gesprungen. Ja, hat lauter solche silberne kleine Reflexionen gegeben und da hinten hat es geblubbert. Also so langsam kommt hier Bewegung auf meinen Futterplatz. Bis jetzt ist leider noch nichts abgerannt. Noch kein Zupfer, gar nichts. Hm. Ja, ich mache da nochmal die Köder neu. Bisschen Futter drauf aufs Mesotkörbchen und schalte die Wildkameras ein. Genau, das mache ich jetzt auch, damit es gleich dokumentiert werden kann, wenn es hier losrennt. Gut, also die eine steht da, die andere da oben am Baum und eine steht hier unten auf so einem kleinen Mini-Stativ da. Mal sehen, ob sie anspringen. Auf geht's. Jetzt schalte ich sie ein und dann muss es losrennen. Da gibt es kein Zurück mehr. Nein, es wird gefangen. Ja. Ich habe jetzt einfach mal eine Rute hier unten aufs Plateau gelegt, in der Hoffnung, dass da vielleicht irgendwas lang gründelt, in dem flachen Bereich direkt zwischen den absterbenden Seerosenblättern. Solange ich jetzt hier ja, auf meinem Stühlchen sitze und noch wach bin, lasse ich die auch da unten liegen. Nachher hole ich sie wieder her und lege sie hier direkt neben meine Liege, denn das ist sonst zu weit und dann ist er zu weit im Kraut drin, wobei wahrscheinlich die Krautstängel sich recht leicht absäbeln lassen, wenn der Fisch da durchschwimmt, da sie ja wie gesagt am Absterben sind. Naja, also ich habe jetzt hier zwei Eisen im Feuer an zwei verschiedenen Plätzen. Mal sehen, ob es brennt. Abbrennt und nicht verbrennt. Ja. Wenn es soweit ist, schaltet irgendeine der hier verstreuten Kameras ein. Eine habe ich mitgenommen, auch da unten ans Plateau. Wenn ich dann da durchlatsche, dann löst sie aus und filmt hoffentlich los. Bis dahin warte ich.